Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem neuen Druidendeck. Ihr seht es unten, wir haben jetzt einen Eisenbogenbeschützer durch Ragnaros ersetzt. Ist auch ein Achter, nur da halt eben, dass er direkt nach der Runde schon angreift, allerdings dafür auf ein zufälliges Ziel. Und er hat keine Tankfähigkeit, was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Aber er hat sich schon in der letzten Runde ja sehr, sehr gut bewährt. Und deswegen geben wir ihm hier nochmal eine zweite Chance. Heute gegen einen Schamanen. Eure Zeit ist gekommen. Okay. Ich muss die Unsere Stoppern sieht beschissen aus. Können wir im Prinzip alles wegschmeißen aus dem Feendrachen. Der ist so der einzige. Okay, rastlose Abenteurer kann man nur spielen, wenn er wirklich nichts hat. Dann schauen wir mal. Spielt er nichts, können wir coinen. Und er spielt nichts. Dann spielen wir unseren Feendrachen. So. Mal schauen, was er jetzt bringt. Er bringt ein Totem raus. Was natürlich sehr schön ist, weil das ist im Prinzip komplettes Fischfutter. Deswegen einmal hier den Schaden drauf. Einmal im Schaden ins Gesicht. Und wir können schon abgeben in die nächste Runde. Wenn er jetzt keine Karten auf dem Deck hat, spielen wir ihn. Und er spielt keine. Ja, ist das bessere von beiden. Gebt mir eine Quest. Wir spielen ihn. Und spielen ihn aus. Schauen wir, was er macht. Nächste Runde sind 3 Schaden. Okay. Und er bringt die Geisterwölfe. Was natürlich sehr, sehr eklig ist. Halte ich persönlich für Verschwendung. Könnten wir höchstens nutzen, um einen der beiden wegzukriegen. Mal schauen wir mal. Wir haben hier 3-3. Quest angenommen. Und hiermit kriegen wir ihn weg. Das war's. Aber er hat jetzt natürlich nur noch ein einziges Leben. Und ist damit sehr anfällig. Er spielt ein Totem und bekommt ein Heiltotem. Was uns natürlich wieder zugute kommt. Wir haben hier... Wir schützen ihn mal ein bisschen lieber. Wo soll ich zuschlagen? Und spielen einen Tank. Quest angenommen. Und hauen ihn sein Heiltotem weg. So, Runde 6. Das Dingo! Ja. Er spielt auch einen Tank. Und haut sich's hoch. Okay. Wie kriegen wir den weg? Der hat jetzt 5, er macht leider keine 5 Schaden, aber wir können ihn hochsetzen. Um 1, deswegen spielen wir hier unseren Dunkelelben. Einmal, wieso haben die hier 3? Achso, hatte ich schon immer 3. Upsi. Setzen ihn noch um 1 nach oben, kriegen das einmal ihn weg. Kriegen ihn weg und einmal Schaden ins Gesicht. Zack. Nächste Runde. Der nächste. 6 Schaden brauchen wir. Und er bekommt einen 1-1. Ach, haben wir einen Dusel. Das ist ja echt. Der geht auf 6 Schaden hoch. Ihn heilen wir wieder ein bisschen. So. Einmal. Dann nehmen wir ihn weg. Und jetzt kommen die schönen 7 Schaden rein. Oh, ist das gemein. Noch ein Moorkrabbler. 2 schöne Tanks haben wir hier. Und er spielt uns alles entgegen, was er irgendwie hat. Wenn ich ihn jetzt natürlich nochmal hochspiele, dann
ist er wirklich gar keine Bedrohung mehr. Deswegen kopiere ich ihn hier mal. Jetzt wird er spätestens in seine Tastatur reinbeißen. Einmal ihn weg. Dann nehmen wir irgendeinen ganz kleinen. Hier, der macht mir 3 Schaden, komm. Einmal da drauf. Er macht. Und er gibt auf. Oh, das war aber auch gemein. Oh. Gut, war eine witzige Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt einen Like. Ansonsten dürft ihr aber auch gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare reinschreiben, wie wir das Deck noch anders gestalten sollten und ja, wie wir unsere Gegner noch weiter in Verzweiflung bringen können. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.